Die PS Plus Titel für den Oktober stehen seit Dienstag, dem 5. Oktober, zum Download zur Verfügung und in diesem Video soll es um Mortal Kombat X gehen. Das Spiel aus dem Hause NetherRealm Studios erschien bereits im Jahre 2015 und für Gamer, die es blutig und mit einem Schuss Nostalgie mögen, ist der 10. Teil der Mortal Kombat Reihe genau das Richtige. Es muss gut 25 Jahre her sein bei mir, seit meiner ersten Berührung mit diesem Fighting-Game-Klassiker, damals noch in 8-Bit, heute auf der PS4. Und was für ein Sprung die Grafik gemacht hat, auch wenn das Spiel mittlerweile gut 6 Jahre alt ist. Aber mit alten Bekannten wie Raiden, Reptile, Scorpion, Melina und natürlich Sub-Zero nach so langer Zeit mal wieder ein paar knochenzerschmetternde Kombos auf den Gegnern einprasseln zu lassen, war mal wieder ein echtes Erlebnis. Das Blut schießt nur so aus den Körpern des Feindes, dann und wann auch mal aus meinem, dass es ein wahres Fest ist und die Fatalities, von denen ich damals nach dem Spielen auf dem Gameboy schon schlecht schlafen konnte, sind absolut nichts für schwache Nerven und sehr explizit. Ich habe ungefähr 10 Kämpfe gespielt und wie damals spielt sich jeder Charakter völlig anders als der andere. Die Tastenkombination, die eben noch das Match für mich entschieden, zieht in der nächsten Partie nun nicht mehr und man muss erstmal mit seinem neuen Kämpfer oder Kämpferin warm werden. Aber wer Games wie dieses feiert und gewillt ist, die Zeit zu investieren, wird schnell gute Erfolge verzeichnen können. Auch die kleinen Cutscenes vor und nach den Kämpfen, in denen kleine Nettigkeiten zwischen den Kämpfenden ausgetauscht werden, kommen bei mir gut an. Die Schauplätze der Showdowns sind eins der Highlights in diesem Spiel, echt gelungen, stets in Bewegung und man kann auch Gegenstände, die sich in dieser Welt befinden, mit in den Kampf einbeziehen und den Gegner sonst wohin werfen und sich somit einen kleinen Vorteil verschaffen. Das Spiel bietet wirklich kurzweiligen Spielspaß für Liebhaber dieses Genres. Für diejenigen, die es nicht sind, ist es sicherlich nur schwer, sich dafür zu begeistern. Auch meine Interessen haben sich natürlich im Laufe der Jahre verschoben und so schön die eine Spielstunde, die ich mit Mortal Kombat X zugebracht habe, auch war, die knapp 45 GB werden auf meiner PS4 in den nächsten Tagen wohl wieder frei werden. Dennoch gibt es von mir solide 7 von 10 Punkten für Mortal Kombat X, das im Übrigen auch schon in der PS5 Collection mit inbegriffen ist, was einigen Gamern dann doch gewaltig auf den Keks geht, wie man hört. Aber sei es drum, für mich war der Monat PS Plus technisch okay. Mein Highlight ist dennoch die PGA Tour 2K21. Wenn ihr dazu noch ein Review braucht, klickt auf der rechten Seite auf das entsprechende Video. Abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr unsere Reviews für November nicht verpasst. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald im nächsten Video von Medium Imperium. Ich bin Howie, bis bald, adios und ciao, ciao.